Dari, let's die Fensterkotte. Da. Ja, die Angeln können die Shell klauen. Komm, was wir haben, was wir haben. Gib dein Shell her, ey. Hey, so. Gewittersturm, hier, was kannst du haben, ey. Shell ist eigentlich ganz gut. Das kann man, glaube ich, hier gut bei L-Abwehr koppeln, dass man dann gegen alles Mögliche irgendwie besser verteidigt ist. Meine ich zumindest. Hat das nicht sogar der Irvine? Boah, der Shield. Der komische Wasservieh. Wir werden jetzt nichts abziehen, ne? Halt, 2600! Da wären sogar wir draufgegangen. Fast. Wir hätten es überlebt, aber das wäre schon eng gewesen. Oh, die geben aber ordentlich Erfahrung, ne? Für so einen Wasserklecks. Ja. Ey, was ist das denn? Ihr da, was macht ihr hier? Ey, wieso will er kämpfen? Ich sollte nicht mit allen reden, ich dachte, das ist eine Statue. Hey, ey, der hat einen Morgenstern und fragt mich nach Sonnenschein. Oh, der hat was Neues, kennen wir noch nicht. Ja, das nehmen wir uns doch mal. Engel. Oh, Engel, das ist zum Wiederbeleben. Das nehmen wir ganz oft mit, bevor wir den verkloppen. Dann wären wir ja doof, wenn wir das nicht machen. Alter Schwede. Dann brauche ich nämlich keine Phönixfedern mehr. Ja, der Damage von denen hält sich auch in Grenzen. Wobei, ist schon nicht schlecht, 150. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir, gut, wir haben genug Leben, aber hätten wir jetzt nur unsere 800 Leben, dann wäre Exploit schon fast tot. Ich muss das mal hier umändern. Toll. Der heilt sich die ganze Zeit, ist ja egal. Wir kloppen sowieso nicht auf den drauf, da soll er sich ruhig heilen. Hey. So, Engel. Für den Bengel. Und natürlich auch für die Lady. Viermal und einmal. Mal hier, der Waste, der Irvine, der Draw nicht ganz unten, das mag ich nicht. Muss ich gleich umändern nach dem Kampf. Heidewitzka. Wie heißt der überhaupt? Mal gucken. Ich vergesse immer den Namen anzugucken. Secreto, hallo Secreto, hä? Ja, das ist jetzt vielleicht langweilig, aber ich meine, wenn man so eine Gelegenheit hat, dann sollte man sie auch wahrnehmen. Engel ist ziemlich geil. Super geil. Super wirksam. Super selten. Super Wiederbelebung. Super geil. Daher. Super geilen Engel. Ja, bis das steht, geht nicht mehr. Und das kann dauern bei zwei Draws. Da muss das 50 Mal gezogen werden. Bei Renora noch länger, weil die zu doof ist. Ich weiß nicht, warum kann die das denn nicht? Ich will eine 4 oder eine 5 sehen hier. Jawohl, Irvine, so geht das. Ja, jawohl. Squall muss nur 20 Mal ziehen. Renora 120 Mal oder so. Alter. Ja, wir machen, Alter, wir machen das nicht bei allen voll. Wenn dann einer voll hat, dann ist gut, oder? Komm, nein, das müssen wir machen, da lass ich jetzt nicht mit mir reden, da könnt ihr hier rumjammern, wie ihr wollt. Könnt ihr sagen, was ihr wollt hier. Das ist einfach zu geil. Da kann jetzt auch jemand im Kampf sterben, da muss ich nicht mal Item sockeln, dann können wir nämlich damit wiederbeleben. Es gibt auch noch einen anderen Engel. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber damit hätte man volle Leben. Ich glaube, Erzengel. Habe ich so eine Erinnerung, aber ich. Ist ja auch schon wieder, was weiß ich, wie viele Jahre her. 10? Einmal Engel, Squall. Also ich weiß nicht. Hör mal, kann man auch an Überheilung sterben? Der hat sie doch nicht mehr alle, der Sekretor da. Oh, 6-mal. Immer nicht schlecht hier. Einmal, ja, ist natürlich sehr schlecht.
Kann man irgendwas sockeln, dass man beim Draw irgendwie besser Sachen lagert, besser zieht, weil... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie Magie oder so. Hat das auch Auswirkungen aufs Drawn? Oder Reflex? Ne, Reflex nicht. Ja, oh. Der verkloppt die arme Frau. Ist ja ein Drecksack. Einmal. Ist keinmal. Zweimal? Einmal. Und wieso haben die gerade Leviat das gerufen? Also der Gegner macht kein Erdbeben, der macht nur Keulenschwünge und der heilt sich kaputt. Oh, viermal ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich glaube, wir haben schon die Hälfte geschafft. Die Hälfte haben wir schon, das dauert nicht mehr lange hier. Alter Schwede. Die Sache ist, Engel kann man, glaube ich, auch gut koppeln. Deshalb mache ich den ganzen Spaß ja hier. Wenn es nur ums Wiederbeleben gehen würde, dann hätte ich jetzt schon mehr wie genug eigentlich. Aber so oft sterben wir, glaube ich, gar nicht, dass wir hier 300 Wiederbelebungen brauchen oder so. Vier, jawohl, so geht das hier. Ich bin Sekretor. Boah, wie Fresse. Wieso hat der eine Rüstung an? Das ist doch ein Stier. Warum hat der einen Morgenstern? Das ist ein Stier. Der müsste draußen auf dem Gras sein und, auf dem Feld sein und Gras fressen. Beziehungsweise irgendwelche Toreros hinterherrennen. Der würde jetzt ein bisschen in seine Rolle passen. Ja, Toreros, das ist auch so eine Sache für sich, ne? Also jetzt kann ich ja so ein bisschen was hier erzählen, während ich hier am Drawn bin. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann, die armen Stiere. Ich weiß auch nicht genau, wie das da vor sich geht, aber ich glaube, die werden ja eigentlich nur gezüchtet, damit sie dann da irgendwie einmal im Jahr oder so da durch die ganze Stadt gejagt werden, um am Ende dann da mit 1000 Speeren zugeballert zu werden und dann elendig krepieren. Das ist aber wehe, wenn da mal einer der Toreros einen auf die Fresse kriegt und stirbt, dann ist wieder hier, der arme Torero, ne, die armen Stiere, da denkt keiner dran. Aber wenn so ein Torero da abnippelt, dann ist natürlich die Holland in Not oder Spanien in Not, besser gesagt. Kann ich nicht verstehen, ey. Kann man da irgendwo eine Petition für unterschreiben, dass die dann abschaffen? Ich glaub, sowas gab's sogar schon mal, aber irgendwie wurde das dann doch nicht abgeschafft. Schweinehunde. Jetzt, wie lange dauert das denn noch hier? Der Squall hat schon die Hälfte seiner Leben verloren. Alter Schwede. Ah, gibt es Steigerung von langweilig? Jawohl, Darin Let's Play. Ein Tor. Oh. Ich guck jetzt nach, wie viele haben wir. Ich mach die jetzt kaputt. Da, 61 Engel, komm, das reicht. Mach fertig da, Ifrit, den, Siren, hier, sie ist eine nette Lady. Komm, ich will nicht leben, die GFs haben. Ja, natürlich. Und dann noch draufkloppen. So, wir haben genug Engel. Wir haben so viele Engel, ey, wir könnten hier ADAC aufmachen. Die nennen sich ja immer die gelben Engel. Glaube ich. Da war doch ADAC, ne? So, was sagst du dazu? 600, naja. Ja. Gewittersturm. Kommt hinterher. Wir machen doch immer die gleichen Aufrufe. Fast. Wir haben ja im Moment aber auch nicht so viele. Ich meine, der hat nur den Quetzalcoatl. Die Renault hat nur Ifrit. Der Squall hat 3. Und da wechseln wir auch immer wieder so ein bisschen. Manchmal Shiva, manchmal Siren, so wie jetzt. Und manchmal eben Diabolos. Aber Diabolos geht ja überhaupt nicht ab. Ha! Ey, der heilt sich schon wieder. Da müssen wir unterbinden, das Verhalten. Ja! Was hat der denn da auf seinem Schild stehen? Irgend so ein chinesisches, japanisches Zeichen. Ich kann aber nicht lesen, weil er das Schild so doof fällt. Ich glaube, das. Ah, das Zeichen kenne ich. Das Zeichen kenne ich, glaube ich.
Ich kann ja so ein bisschen. Ein bisschen. Ich lerne ja nebenbei ein bisschen Japanisch hier. Und wenn ich mich nicht irre, ist es das Zeichen vom kleinen Bruder. Zeig doch mal deinen Arm, du Fischvieh. Ich will deinen Arm sehen. Da. Ja, die sind ja stark. Das war auf jeden Fall das Zeichen für kleiner Bruder. Also hier, was heißt das? Ototo. Genau. Rinderkacke. Ihr werdet es büßen. Okay, wenn er ein Zeichen von kleinen Bruder auf dem Arm hat, dann wird dir wahrscheinlich auch noch irgendwo ein großer Bruder rumrennen, denke ich mal. Was ist jetzt hier? Ist da eine Mumie drin? So, wohin jetzt? Gehen wir noch weiter nach links. Einfach immer nach rechts, meine ich. Ich glaube nämlich, zur Mitte zu laufen macht keinen Sinn, weil in der Mitte, genau, in der Mitte ist nur so ein See. Den könnten wir uns theoretisch mal angucken nachher, aber erstmal laufe ich hier in den ganzen Ecken. So. Vielleicht verstecken sie hier noch mehr Rinder und da gehe ich von aus. Da der kleine Bruder war, stand zumindest auf dem Arm das Zeichen. Da dürfte es hier auch einen großen Bruder geben, vielleicht auch noch einen mittleren Bruder. Naja, mittlerer Bruder macht keinen Sinn. Wobei doch. Ha! Guck mal. Levitas! Okay, haben wir nochmal. Was ist hier? Verstehe ich nicht. Ach so, man kann hier. Okay. Wasser reinlassen. Toll. Habe ich jetzt davon? Ich dachte, hier ist noch so ein Stier. Okay. Gehen wir weiter. Ich nicht verstehen. Ich glaube, wir sollten uns aber mal heilen. Das wird vielleicht auch nicht mal so schlecht. Wenn ich mir da so die Leben angucke von manch einer. Von manch einer, von manch einen. Toll. Zelt geht natürlich nicht, das geht nur auf der Map. Kacke, ey. Quistis lernt, kennst du schon? Oh, Elektra gelernt. Okay, ordnen. Da müssen wir hier ein bisschen heilen mit, ich weiß nicht was, mit Vita. Hat irgendeiner Vita und nicht gesockelt? Hier. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber ich wollte eigentlich sagen, alle. So, haben wir ein bisschen weniger Vita, das ist ja egal. Ah, okay, hier ist wohl der Letzte. Der Letzte. Weil ist schon wieder so ein Schleimgegner. Hinterhalt. Ha. Feuer. Chigada, 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 Feuer. Oh mein Gott, 90. Wir sind gleich drauf hier. Schnell. Töte diese monströsen Viecher. Victor. Ah ja, ich wollte ja gucken, wie mit Engel hier, mit Koppeln ist Engel. Ja. Buell-Karte. Ach, das sind Buell. Ich dachte, die... Ja, die können natürlich Feuer. Ich dachte, diese komischen... wo sind die Karten? Ich habe mir von dem Vieh eine Karte, wo ich dachte, das wäre Buell. Wo sind die Karten? Na, da. Hier, ich dachte, das ist Buell, aber das ist Beißkäfer. Okay, wenn ich gewusst hätte, dass das Buell ist, dann hätte ich auch direkt gesagt, natürlich kann der hier, Dingsda-Bumster. Natürlich kann der Dingsda-Bumster Feuer zaubern. So. So, sockeln. Nein, da muss man koppeln, nicht sockeln. Koppeln heißt das hier. Stärke vielleicht mit Engel belegen. Ich habe noch ein besseres. Aqua, ne. Eisgar, ne. Zomine, Hast, ne. Guck mal, Viga, da wird das voll abgehen. Engel, ne, bringt gar nichts. Ha, Körper, da bringt Engel viel. Halt, da bringt das viel. Oder bei Geist auch. Hier geht das gar nicht. Dass wir eine Abwehr haben gegen irgendwas. Oh, ne, brauchen wir auch nicht. Naja, wir sind gegen Blende so ein bisschen immun. Und wir machen Schlaf. Ja, Schlaf ist nicht mehr gut. Engel, was ist denn das dafür? Was ist denn das erste Symbol? Was ist das? sieht aus wie so eine Vase. Muss ich mal gucken, was das für ein Symbol ist.
Dann würde sich das vielleicht lohnen zu sockeln, wenn ich wüsste, oh ja, das Symbol, das ist wichtig, aber wir machen mal hier Körper, glaube ich, damit wir nicht mehr von normalen Angriffen so auf die Fresse kriegen. Da macht hier jeder von denen jetzt bitte.